Hallo nochmal. Ich wollte euch jetzt nochmal meine Dartsammlung mal im Detail vorstellen und was ich mir dabei so gedacht habe. Ich mache das jetzt, wie gesagt, seit einem Jahr. Angefangen habe ich mit richtigen Dartpfeilen, die dann also nicht in einem Set waren, mit diesen Pfeilen. Bin dann übergegangen zu Messing- und Kupferpfeilen, diesem hier. Und als ganz besonders guten Pfeil habe ich mir den hier noch besorgt. Das war dann Tungsten-Dart. Mit dem habe ich auch meinen ersten 180er geworfen. Und auch einmal drei Treffer ins Doppelbull, also eine 150. Trotzdem waren die Pfeile so gesehen nie so, wie ich sie haben wollte. Deswegen, jeder einzelne Pfeil ist im Endeffekt jetzt anders, als er original ausgeliefert wurde. Ich habe mir dementsprechend Flights dazu gekauft, sehr günstig. Das sind, wie gesagt, für 13 Euro waren das 152 Flights. Dann habe ich mir auch noch mal von Heros speziellere, dickere Flights gekauft. Die waren dann schon etwas teurer. Da kosteten, glaube ich, 10 mal 10 Sets kosteten 9,50. Und ja, und bei jedem Pfeil waren ja auch Flights dabei. Hier zum Beispiel, das sind Hardcore-Files, Flights, das sind Nitro-Flights. Hier haben wir nochmal Hardcore-Flights, etwas anders als diese hier. Mal dicker, mal dünner. Das sind diese, die ich jetzt eben mal schon gezeigt habe. Und da muss man eben, das sind eben wie gesagt billige hier. Das sind hier, glaube ich, aus dem billigen Set für 12,80 Euro. Da gab es auch immer diese, ich denke mal, die heißen Kite Flights. Genau weiß ich das nicht. Also kleinere und auch noch kleinere, schmalere. Mit denen komme ich im Endeffekt, bin ich jetzt mittlerweile nicht mehr so gut zurechtgekommen. Dann habe ich mir auch jetzt noch zusätzlich jetzt Schäfte gekauft in verschiedenen Größen. Das sind die besonders guten. Das sind auch nochmal von Red Dragon Flights. Habe ich bisher auch noch nicht benutzt. Ich habe die aber schon mal gehabt. Die waren schon mal in einem Set drin. Die sind auch sehr gut. Und ja, und dann habe ich hier, wie gesagt, noch das 12er Pack, wo auch Flights drin sind. Und wie gesagt, 12 Barrels mit Schäften, die man auch, wie gesagt, auch anderswo verwenden kann, ne, wenn die von der Länge her passen. Und das erkläre ich auch gleich. Wie gesagt, das kostete 9 Euro. Man kann, das ist im Endeffekt dieser Pfeil, 18 Gramm. Man kann damit wirklich nicht schlecht werfen. Und ich erkläre das auch gleich, warum. Denn jeder Pfeil hier ist speziell jetzt auf mich und meinen Wurfstil abgestimmt. Und ich kann sagen, dieser Pfeil oder dieser Pfeil oder dieser Pfeil oder dieser Pfeil oder dieser Pfeil, die werfen sich alle gleich. Ich kann im Endeffekt den Pfeil nehmen und den Pfeil nehmen und den Pfeil nehmen und drei verschiedene Pfeile werfen, obwohl die unterschiedlich gewichtet sind, obwohl die unterschiedliche Länge haben und unterschiedlich dick und unterschiedliches Material. Die fliegen alle, haben alle die gleiche Flugkurve. Sicherlich haben sie das unterschiedliche Gewicht, muss man im Endeffekt eventuell beim Wurf, das ist dann ja auch schon Erfahrung, die Kraft ein bisschen anders einsetzen, aber von der Geschwindigkeit her und von der Flugkurve haben die alle die gleiche Flugkurve. Einen Unterschied machen, Ausnahme machen diese beiden Pfeile, die muss man etwas anders werfen, damit sie diese Flugkurve auch bekommen. Die kann ich jetzt nicht, die könnte ich jetzt nicht mit dem hier zusammen und den, das würde, von der Erfahrung her kann ich es jetzt auch schon,
aber wie gesagt, ihn etwas anders zu werfen. Ich erkläre das auch gleich warum. Wie muss ein Pfeil fliegen, meiner Meinung nach? Und wie passe ich das an? Zum einen, ausschlaggebend ist ja immer der Schwerpunkt. Wie fliegt der Pfeil? Wie bleibt er stecken? Was für eine Flugkurve hat er? Bei mir muss der Pfeil immer in einem gewissen Winkel im Dartboard stecken. Das tun die hier, wenn ich das so werfe, wie ich es werfe. Das bewirkt man dadurch, dass man die Schäftlänge unterschiedlich für jeden Pfeil ausprobiert. Das sind ganz kurze Schäfte, das sind ganz lange Schäfte, das sind auch wieder relativ kurze Schäfte, das sind eher längere Schäfte, das sind eher kürzere Schäfte. Jeder Pfeil hat dann irgendwo seinen Schwerpunkt und fliegt dementsprechend so, wie ich das haben möchte. Und zwar, was ich nicht haben möchte, dass er zum einen in der Luft flattert. Und das wird dadurch ausgelöst, dass entweder die Flights zu leicht sind. Es kommt eben, wie gesagt, bei den Flights auch auf die Leichtigkeit an. Wie sie geschnitten sind, ob sie mehr größer sind, das sind meine größten. Die sind zwar auch größer oder groß, aber viel schmaler geschnitten. Diese sind von Prinzip her auch etwas schmaler geschnitten, aber haben trotzdem mehr Tragfläche als diese. Und dementsprechend jeder Pfeil, jeder Barrel braucht einen anderen Flight, damit er nicht in der Luft flattert, wenn man wirft. Man kann das Flattern auch dadurch vermeiden, dass man ganz besonders exakt in irgendeiner Form genau passend wirft. Aber zu meinem Wurfstil passt halt ja nicht jeder Flight, würde ich mal sagen. Oder ich passe nicht jedes Mal aufgrund des Flights meinen Wurfstil an, sondern im Endeffekt soll der Flight und auch vor allem der Pfeil zu meinem Wurfstil passen. Wie gesagt, er soll nicht flattern. Und wie gesagt, er soll da bewirken, dass er in einem bestimmten Winkel auf die Scheibe trifft. Und das macht er nur, wenn die Geschwindigkeit, mit der ich werfe immer mit der gleichen Geschwindigkeit, wenn die Geschwindigkeit im Endeffekt immer die gleiche Abwurfgeschwindigkeit und wenn er dann mit der Abwurfgeschwindigkeit immer im gleichen Winkel auf die Scheibe trifft. So. Und was auch wichtig ist, beim Abwurf haben viele Pfeile in der Grundausstattung die Eigenschaft, dass man sie abwirft und sie dann irgendwie erstmal so eine Bewegung machen. Sie fliegen erst nach oben so, sie fliegen erst so und gehen dann so runter. Und ich möchte im Endeffekt, dass es eine ganz einfache ballistische Kurve ist, dass ich abwerfe und der fliegt so und sticht so rein. Also so werfe ich ab und so sticht er rein. Nicht, dass er so fliegt, dass er, ich werfe ab und er geht erstmal so und macht dann diese Bewegung. Das ist dann irgendwie so ein Ungleichgewicht. Das ist was anderes als Flattern. Das würde dann so bedeuten. Oder er steckt dann irgendwie so drin nachher in der Scheibe. Sondern wie gesagt, es muss ganz exakt ballistische Kurve so hoch und runter. Und das bewirkt man eben dadurch, dass man die Schäfte, alle Schäfte habe ich im Prinzip durchprobiert. Und wenn ich jetzt nur ein Beispiel von gestern nochmal erkläre, diesen Pfeil habe ich nun, das ist ein 12-Krank Messing-Pfeil, ganz billig, 10 Euro. Den habe ich jetzt schon so häufig umgebaut und jetzt bin ich darauf gekommen, dass ich die ganz kurzen Schäfte nehme. Und ich habe dann, wie gesagt, zuerst diesen Flight ausprobiert. Und da machte er, wie gesagt, diese Kurve, dass er dann so flog und dann erst so. Das war unausgleichlich. Das war nicht richtig. Mit diesem Flight, den ich jetzt drauf habe, der ursprünglich an diesem Dart drauf war, das ist der neueste,
Und damit ist er auch gut geflogen mit diesen Schäften. Das sind ja die Schäfte, dieser Schaft und dieser Flight gehören zu dem Fall. Aber wie gesagt, so ist das optimierter. Ne? So fliegt selbst dieser Fall, mit dem ich sehr viel Schwierigkeiten hatte, weil er so einen langen Schaft, so ein langes Barrel hat, bin ich eigentlich, er flog entweder zu gerade oder schlug zu steil ein oder flatterte. Jetzt hat er im Endeffekt den ganz großen Flügel, den ganz breiten Flügel mit einem etwas längeren Schaft. Jetzt fliegt er genau so. Ich kann, wie gesagt, diesen Fall zusammen mit diesem Fall und mit diesem Fall werfen. Und die fliegen alle genau so, dass ich im Endeffekt, als wenn ich mit drei von den gleichen werfe. Das ist meine Meinung. Ich bin jetzt noch nicht der Spitzenkörper, das will ich auch gar nicht werden. Ich möchte eigentlich nur für mich selber mich verbessern und irgendwann mal mit jedem Fall meine 180 geworfen haben. Was mir ja bisher, wie gesagt, erst mit diesem Fall gelungen ist. Aber wie gesagt, Potenzial haben alle. Ich habe mit jedem Fall schon eine 140 geworfen, mindestens eine 140. Also mit jedem Fall. Ja, das ist das eigentlich, was ich nochmal erklären wollte. So ein kleines Hilfsmittel habe ich noch, und zwar Kerzenwachs. Es wird ja immer behauptet, diese Tungsten-Darts sind so fürchterlich griffig. Manchmal sind sie sogar übergriffig, der war mir viel zu griffig. Der war mir wiederum viel zu rutschig. Der war eigentlich von Anfang an richtig. Dieser hier war dazwischen irgendwo. Da ist ja, wie gesagt, vorgegeben, wo man anfassen muss, was nicht jedermanns Sache ist. Und hier war er dann wieder so glatt. Also, man muss bei manchen Pfeilen schon anpassen. Vor allen Dingen bei den Messingpfeilen, die sind relativ rutschig. Und ich habe mir dazu Gewohnheit gemacht, die einzureiben mit Kerzenwachs. Also für mich ist es das beste Mittel, um die Griffigkeit auf im Prinzip bei allen Pfeilen so zu gestalten, dass die Griffigkeit überall die gleiche ist. Ich habe überall bei jedem Pfeil, egal wie er jetzt konstruiert ist, überall habe ich prinzipiell die gleiche Griffigkeit dadurch, dass ich Wachs drauf tue. Hört sich drollig an. Für mich ist das so. Also Kerzenwachs einfach nur hier. Deswegen ist da auch so eine Kerbe, das geht dann automatisch einfach so drüber rein. So. Und dann kommt auch gleichzeitig, wenn man das anfasst, dann auch das Kerzenwachs an die Finger. Und man hat im Endeffekt nachher überall bei jedem Fall die gleiche Griffigkeit. Für mich hat das echt eine drei Stufen noch besser geworden. Vor allen Dingen auch bei solchen Pfeilen wie diesen hier, wo die sehr glatt sind und auch gleichzeitig auch sehr schwer sind. Das ist im Endeffekt mehr als 24 Gramm. Ich würde fast sagen, es ist ein 25 Gramm Pfeil. Und dann ohne diese Griffigkeit ist das schwer zu werfen. Da muss man schon sehr fest anpacken. Und ich fasse den Pfeil nicht sehr fest an. Ich fasse ihn eigentlich sehr, sehr locker an und eigentlich mit den Fingerspitzen. Ja, das war es eigentlich nochmal von meiner Dartsammlung und wie ich die aufgebaut habe. Und ich finde, werfen muss eigentlich jeder selber, wie er das macht. Das bleibt jedem selber überlassen. Und was er damit machen will, ob er Turnier spielen will oder gegen andere oder so wie ich, halt nur gegen mich selber, das bleibt jedem selber überlassen. Ja, das war's eigentlich. Ich hoffe, es hat euch gefallen.